Kannst du mir zur Hand gehen? Ja. Interessant. Die Regale bilden einen Weg. Das ist unser Weg zum Buch. Kinderspiel. Vielleicht habe ich mich zu früh gefreut. Ich muss das Gegengewicht bilden. Ich warte hier drüben. Sag mir, welchen Hebel ich ziehen soll. Also gut. Ja. Halt. Recht. Jetzt. Hört sich gut an. Du würdest das Gegengewicht bilden. Hab ich doch. Es hat nachgegeben. Na gut. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Perfekt. Igitt, das lasse ich lieber, wo es ist. Übrigens, ich heiße Amicia. Und du bist Rodrik, oder? Du weißt eine ganze Menge, Amicia. Wer hat die Tür bei euch in Auftrag gegeben? Mönche oder sowas. Sie redeten nicht viel. Mein Vater hat sie konstruiert. Er war der Meister. Ich war bloß der Lehrling. Aha, Mönche, die das Sanguinis Itinera bewachen. Schon, beweg dich! Hey, tu dir nicht weh. Soll ich... Nein, mein Bruder. Ich bin es ihm schuldig. Für all die Male, als ich nicht für ihn da war. Ja, aber mit einem gebrochenen Arm wirst du das Buch wohl kaum zurückbringen können. Es ist viel zu still. Wo sind die Soldaten hin? Ugh.
Also los! Sofort. Nein, halt! Hast recht. Also los! Hört sich gut an. Warte. Sofort. Jetzt. Ja. Na, wenn das keine Liebe ist, dann weiß ich auch nicht. Also gut, bringen wir es hinter uns. Rodrik? Hört sich gut an. Gut so, fast geschafft. Gehen wir. Wir sind schon zu lange hier. Ich hab's. Ich kann's einfach nicht glauben. Glaub es lieber und beeil dich. Sie kommen jeden Augenblick zurück. Ich kenne dich. Wir beobachten deine Familie schon seit einiger Zeit und warten, dass die Makula im Blut deines Bruders erwacht. Man könnte sagen, ich habe dich aufwachsen sehen. Nein, wir haben keine Chance. Kleine Närrin, was willst du denn mit dem Buch erreichen? Meinen Bruder retten! Mit deinem Bruder und dem Buch kann ich die Welt retten. Das ist genug. Ja. Schnell, hier entlang. Wachen! Könnt fliehen. Doch euer
Ihr scheint euch gut zu kennen. Er hat mein Leben zerstört. Ich weiß, wie das ist. Bereit? Das wird die Hölle. Und wie ich bereit bin. Schnell aus diesen Korridoren raus. Wie recht du hast. Lass uns die anderen suchen. Wo zum Teufel sind sie? Wir haben sie ganz schön aufgescheucht. Ruhe. Ich darf nicht riskieren, das Buch zu verlieren. Konnten wir nur so sehr die schwere Rüstung. Wir sitzen fest. Er sieht in die andere Richtung. Ich erledige ihn. Bist du sicher? Mit Vergnügen. Auf dein Zeichen. Rodrik, du bist dran. Das ist für meinen Vater. Wow. Machst du das oft? Nein, aber langsam macht mir das Spaß. Das reicht, ich gehe. Du bleibst hier. Ich sehe nach, wie sie vorankommen. Sag mir, was zum Teufel da los ist. Er ist allein. Er wird mich kommen sehen. Ich könnte ihn ablenken. Was soll der Lärm? Erledige ihn. Du bist erledigt. Gut gemacht. Der steht nicht wieder auf. Glaub mir. Lukas, er sieht manchmal schlecht. Vielleicht können die hier helfen. Ich hasse es, hier rumzustehen und nichts zu tun. Jeder übernimmt einen Ordner. Ich nehme den mit dem Helm. Sicher. Es ist nur eine Frage des richtigen Moments. Auf dein Zeichen. Die Wache. Lass ich mir nicht zweimal sagen. Dafür. Perfekt. Schön. Ich habe mich wohl etwas gehen lassen. Bitte sag, dass sie nach draußen führt. Sie führt nach draußen. Frische Luft. Ich rieche Feuer.
Scheiße. Meine Güte. Feuer. Haben wir... Das Feuer breitet sich aus. Ist der Großinquisitor noch da drin? Woher soll ich das wissen? Geh und sieh nach und gib den Befehl zur Evakuierung. Das ist gut. Wir sollten das ausnutzen. Verdammte Ratten. Das hat mir gerade noch gefehlt. Die Ratten. Der Schild. Wir kommen nicht an ihn ran, Rodrik. Warte. Bei der Befragung in der Bastion habe ich gesehen, wie der Alchemist ein Zeug hergestellt hat, das sie Extinguis nennen. Das löscht die Flammen. Ich wollte es für später aufheben, aber... Ein Versuch ist es wert. Nur auf das Feuer zielen.